Hallo Leute, nur ein kleines Update. Ich habe ja versprochen, mich zurückzumelden, wenn auf der E3 alles gelaufen ist. Und gerade eben ist das Event, also die Pressekonferenz von EA, zu Ende gegangen. Man hat am Ende noch gesehen einen kleinen Trailer von Battlefront, also ein Battlefront 3, genau. Ein Battlefront 3 auf der Frostbite 3 Engine. Also, ich sag einfach nur, wow! Also ich war schon ein großer Fan von Battlefront 2, aber im Gegensatz zu dem, was uns wahrscheinlich erwarten wird, ja, da kommt einiges auf uns zu. Dann Mirror's Edge, ich habe das erste gespielt, leider nicht ganz durch, aber das zweite sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Aber um auf den Punkt zu kommen, Battlefield 4. Wir haben erste Multiplayer-Szenen aus Battlefield 4 gesehen. Ich habe den Livestream von Rival X Factor verfolgt, weil mein Stream kaputt gegangen ist, also hatte keinen Ton mehr. Und, naja, Battlefield ohne Ton. Ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Jedenfalls kommen wir zu den Fakten. Was wurde definitiv enthüllt? Also 5 Männer-Squads. Das heißt, 5 Leute passen in ein Squad rein. Da fragt man sich, warum 5? Ganz einfach 5, weil der Commander wieder eingeführt wird. Scheinbar seit Bad Company 2 war das, glaube ich. Gab's den das letzte Mal. Der Commander ist jemand, der, ich glaube, nicht direkt mit ins Spielgeschehen als Mensch eingreift, sondern dirigiert, Befehle gibt, Luftschläge herbeiruft. Man kann das scheinbar auch vom Tablet aus machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sie das hinkriegen wollen, alle möglichen Tablets, die es ja auf der Welt gibt, mit einem Computer zu verbinden. Auf der Konsole dürfte es etwas einfacher gehen, aber weil man da ja einfach, installiert man ein kompatibles Programm für die Apps und dann ist Ende. Auf dem PC könnte es vielleicht ein paar Probleme geben mit WLAN, weil Bluetooth und so hat ja nicht jeder. Jedenfalls, was kam zurück? Also Rival X Factor, beziehe mich jetzt auf die Information, die ich jetzt nicht direkt gesehen habe, weil mein Stream war total am Stocken, ich hatte Grafikfehler als möglich, also ich habe nicht wirklich viel gesehen. Der Sniper scheint C4 zu bekommen, also haben sich ja viele beschwert, dass der Sniper, wenn der Sniper wieder C4 bekommt, würde ihn so wieder in den Nahkampf treiben. Finde ich persönlich jetzt nicht. Also ich finde es eine gelungene Addition dazu. Wer sich wundert, da im Hintergrund ist einfach das Bild, das ich gestern im Video verwendet habe. Dann, es wird diese komischen Scope-Kombinationen jetzt auf den Waffen geben. Also scheinbar kann man sich 2 Scopes auf eine Waffe machen, zum Beispiel Iron Sights und Red Dot. Oder ein Red Dot und ein ACOG oder alles mögliche. Manche sagen auch ACOG, ist mir schon egal. Jedenfalls, was werden wir alles sehen? Ja. Ich werde vielleicht noch 1-2 Videos veröffentlichen, wenn ich genauere Details habe zu Battlefield 4 Multiplayer, weil ich meine, der Singleplayer, die kann sich jeder angucken. Das war also der Singleplayer-Ausschnitt, der auf der Xbox One gezeigt wurde, da war schon verdammt geil. Also wie auf dem Flugzeugträger, alles ist explodiert, man konnte die verschiedenen Sorten von Lichtspieleffekten und ja, diesen neuen Scope-Kombinationen ausprobieren. Also schon alles sehr interessant, aber ja, es kommt einem eher so vor wie in Battlefield 3.5, aber nicht, dass ich mich beschweren wollte, es sieht extremst geil aus. Dann, man hat ja auch noch Gameplay von den Booten gesehen, wie es ist, in so einem Boot zu fahren, und scheinbar kann man in so einem großen Boot auch, wenn es kurz davor ist, kaputt zu gehen, mit einem Jetski entkommen. Das heißt, man ist nicht daran gebunden, einfach im Wasser rumzudümpeln und sich abschießen zu lassen, weil, wer Battlefield 3 kennt, einmal im Wasser, bist du leichtes Ziel, bist du schnell down. Ja, die Boote, wenn da haben, denken sie sich sicher auch noch ein paar coole Gadgets aus, was man so alles auf so ein Boot draufpacken kann. Ja, Multiplayer-Footage, also Gameplay, wird des Weiteren auf der E3 noch ausgestrahlt werden. Ja, ich denke mal, für heute Nacht sollte das an Informationen reichen. Wer es natürlich selbst gesehen hat,
dem erzähle ich nichts Neues, weil, ja, man könnte vielleicht noch sagen, dass man das viel mehr Destruction, ach Gott, ja, wenn man die ganze Zeit das auf Englisch guckt, ist es schlimm, also Zerstörung, genau, es soll viel mehr zerstört werden, jetzt können wahrscheinlich auch Böden zerstört werden, das heißt, man kann einfach ein Loch in den Boden sprengen. Scheinbar gibt es eine Script-Sequenz in dieser Shanghai Rising, nee, irgendeine Map, die heißt irgendwas mit Shanghai, da kracht ein Hochhaus zusammen. Und das ist scheinbar so eine Script-Sequenz wie in Caspian Border, der Funkturm. Ja, wir werden dann sehen. Also, ich sag dann mal, bis morgen, bis zum nächsten Video und schlaft gut.